ausgeblendet, Stück runter klappst, dann siehst du nur noch ab der Nase nach unten. Also ich war nicht komplett auf dem Bild drauf, deswegen. Oder war ich überhaupt? Ach nee, das war ein anderes Ding. Das war bei... Wo war das? Das war auf der A4. Auf der A4, wie heißt das Kreuz da oben? Hams, ne, wie heißt das Kreuz da oben? A4 Richtung Halle über. Mit, da ist glaube ich, was ist da erlaubt? 100 ist da glaube ich. Das ist aber ewig her. Das ist Ewigkeiten her. Was bin ich denn da gefahren? Gute Frage, nächste Frage. Glaube ich 20 km zu schnell oder 30, weiß ich nicht mehr. So, wurscht, egal. Ein Monat Fahrverbot. Auf jeden Fall. Ja, und ich brauche keinen Führerschein zum Autofahren. Den können die Bullen ruhig haben, das sind irgendwie nett. Immer ganz lustig, wenn die Bullen einen anhalten, du hast keinen Führerschein dabei. Auch den habe ich da einfach vergessen. Ja, aber sie wissen doch, dass sie mitführen müssen. Ja, das ist doch wurscht. Ich habe halt vergessen. Ja, macht dann 30 Euro. Geht nicht. Warum? Weil der Geldbeutel hat er eigentlich. Da ist ja der Führerschein drin. Ja. Naja. Personalausweis. Übrigens, ich habe gar keinen Personalausweis. Einen Personalausweis habe ich nicht. Alle 180 Kilometer. Solange da draufsteht Personalausweis, können die Bullen sich hinstellen und sagen, sie brauchen eine. Das muss ich nicht. Brauche ich nicht. Ich brauche so ein Ding nicht. Letztens war ich auf dem Amt, da hatte mich gefragt, ich brauche ihren Personalausweis. Habe ich nicht. Wie? Jeder hat auch einen Personalausweis, nur ich nicht. Okay, ich habe keinen Personalausweis. Weil ich kein Personal der BRD Deutschland bin, GmbH. Das ist der Unterschied. Ich lasse mir nur den Verkehr eiern von dem Staat. Lass mal eine Nase rumführen. Warum Personalausweis? Das ist eine Ordnungswidrigkeit, kostet 10 Euro. Nehmen Sie die 10 Euro, rollen Sie sie zusammen, schieben Sie sich dahin, wo die Sonne nicht scheint. Können Sie auch mit Kokain schnüffeln, das geht auch, ja. Tun Sie, was Sie nicht lassen können mit den 10 Euro. Macht dann 10 Euro. Was, 10 Euro kriege ich auch noch dafür? Das ist Weihnachten. Okay. Das war, glaube ich, ein Witz von Otto, ne? Oder wie war es mit, Sie haben gerade ein Stoppschild überfahren. Oh mein Gott, wird es jemals wieder Stopp machen können? Ja. Da ist unser D-Gut vorne dran. Nee, es ist nicht der Ding. Der D-Gut hat eine alte Schlampe hinten drauf kleben. Ich bin dabei, du auch? M1920. Stimmt aber nicht. Stimmt aber überhaupt nicht. M27. Was geht denn? Mein Schatz, wie geht es dir? Lalalalalala. Na
119.991. Wir haben noch 77 Kilometer, 6.11 Uhr ist Ankunft und jede Menge Zeit verloren. Und der Wind pfeift übers Gebälk. Kollege vor mir bremst. Gefahrguttransporter vor dir, der fährt nur 80. Der hätte aber auch von der Lage drauf kommen können, dass du da holen darfst. Du kannst. Bei der Geschwindigkeit. Anal. Warum fahren die immer eigentlich so kleine Mühlen? Da haben sie einen großen Tanklastzug, aber so eine kleine Schieße vorne dran. Na, oder Fahrer? Passt schon. Hab ich nicht aufgepasst. Wer jetzt nicht schon gemacht hat, ich weiß es nicht. Ist mir wurscht. Heißt das Ding Fortkopie? Oder, nee, Transit ist nicht, das war der Bus. Das war ein beliebtes Auto bei den Türken. Der Fahrtransit. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich weil billig. Pum. Es kommt schnell von hinten her. Ist ja auch bergab jetzt. So, was ist denn heute los? Nordhausen und Halle und noch was. Und schlag mich dort. Leipzig, nehme ich mal an. Leipzig, Halle, Nordhausen. Nordhausen und Nordheim. Nordheim kommt noch. Hamburg, Hannover, Göttingen. Natürlich. Nordheim ist bei Seesen. Seesen. Eines wundert mich bei Autofahrern, wenn sie um die Kurve fahren, müssen sie immer ausholen. Das ist komisch. Da wundere ich mich jedes Mal, warum muss der Autofahrer ausholen, wenn er um die Kurve fährt? Warum? Warum ist das so? Haben die einen 40-Tonner oder was? Oder glauben die einen 40-Tonner zu haben? Ich weiß es nicht. Erklärt es mir. Ich habe keine Ahnung. Warum muss ein Autofahrer, wenn er um die Kurve fährt, immer ausholen? Da habe ich ja noch... Da hole ich dann nochmal mit dem LKW so weit aus. Da kommen die meisten schon rüber auf meine Spur und denken mir, hallo? Hast du einen Panzer unterm Arsch oder was? Da kommt der rüber auf meine Spur. Bei Kitzingen zum Beispiel. Vollgach. Wo ich Vollgach durchgefahren bin. Da habe ich gedacht, kommt der Autofahrer plötzlich rüber, weil er um die Kurve rumfährt. Richtung Innenstadt. Ich denke, hallo? Sag mal, du Vogel. Ich fahr schon drüben im Grünstreifen. Und er kommt extra noch rüber, ey. Wo war denn das? Fulda.
Fulda habe ich, wie heißt die Firma? Erfi. Erfi habe ich abgeholt. Erfi, die stellen Elektroschweißgeräte her. War doch Efi oder Erfi? Ist die Firma, ich weiß nicht mehr genau. Und da geht es zweispurig jetzt um die Kurve rum. Und ich fahre gerade mit meinem Gliederzug um die Kurve, kommt der Autofahrer plötzlich in der Kurve rüber. Ich denke, hallo? Bleib mal auf deiner Spur. Ich weiß nicht, was manche Autofahrer sich denken. Der kam rüber auf meine Spur. Ich denke, also so viel Platz und dann kommt der plötzlich. Heute ist das zweite Mal. Ja. Hey, also das muss man sich mal echt vorstellen. Da bleibe ich doch in der Mitte. Mit meinem Auto. Ich habe ein kleines Auto. Da, so zum Beispiel. Da ist ja links und rechts halb Meter Platz. Da muss man den ausholen. Hallo? Schaut mal in euren Schein. Da steht ja übrigens eure Maße drin, aber ohne Spiegel. Ja. So schaut es nämlich aus. Kilometer nachher wieder zurück. Hier ist gleich Göttingen. Sagen wir mal, vorhin war gestanden Göttingen 12 Kilometer. Das heißt, hier ist der Rasthof. Da sind es noch 10, 19 Kilometer. Oder? Ungefähr. Da sind wir so ungefähr bei 55 Kilometer. Naja, ein bisschen, ja doch, ja, 67, 55. Sagen wir mal 55. 55 Kilometer zurück Richtung Göttingen, wo ich keine Ahnung habe, wo die Firma ist. Das kriege ich morgen erst gesagt, also heute. Erst gesagt, wo die Firma ist. Dann dürfen wir da hintuckern. Und dann kriegen wir gesagt, wo es als nächstes hingeht. Und wann unsere Abfahrtszeit ist. Ja. Um 9:30 haben die mich aus dem Bett rausgeklingelt. Weil ich denen am Freitag gesagt habe, dass die Lichtmaschine angezeigt wird. War aber noch alles in Ordnung. Dann war meine kleine Hinne, hat ihren Nudel-Eintopf hier mit Katsumi. Katsumi war ganz happy. Das ist komisch, wenn die Katze hier drin ist, da ist die handsam. Da kannst du streichen, da kannst du mitspielen. Das ist unglaublich. Ich glaube, die hat Schiss vor dem LKW. Läuft aber durch den LKW durch, als wäre es das Normalste von der Welt. Ja gut, am Anfang hat sie den Schwanz eingezogen. Aber wo die Kleine war, also da ist die hier am Motorenbrett drauf runtergelatscht. Hat zum Fenster rausgeguckt, hat sich die Vögel angeguckt, die in den Zweigen sitzen. Naja, die war ganz happy. Die Kleine natürlich auch. Ist natürlich, ja, es ist, wir haben 4 Katzen insgesamt. Meine, die eine muss man ja vor ein paar Wochen muss man einschläfern. Die war ja übel, zusammen Gericht. Die hatte Immunschwäche, da ging gar nichts mehr. Da ist das Blut aus der Nase rausgelaufen. Die hat sich hier die Nase ständig aufgekratzt. Die hat gekratzt, bis das Blut gelaufen ist. Das ist unglaublich. Und das Auge hat angefangen zu tränen. Und das Herzte war, wo sich das Auge, die hat sich das Auge regelrecht rausgekratzt.
Das muss man.